The Federation stands at a turning point. With scarce natural resources, the Cardassian Union has been steadily expanding for decades, threatening the fragile stability of outlying systems. Tensions are running high. Their conflict with the Klingons and the whispered rumors of an alliance between the Obsidian Order and the Tal Shiar threaten the uneasy peace the Federation has maintained. This is a time of uncertainty for Starfleet Command and the Federation Council. With the discovery of the Bajoran wormhole, diplomatic tension has increased, requiring Starfleet to focus less on its exploration endeavors in the region in favor of protecting Bajoran Federation interests. War has broken out over whom would take control of this new strategic asset, and our fragile peace was soon torn apart. Klingon, Romulans, and Cardassian governments all sought to expand their influence through the wormhole. Through the looking glass, however, another force saw the powers of the Alpha Quadrant as intruders and patiently waited, building their forces. Forces that would prove to be a greater threat than any we had ever known. The Dominion have endured for thousands of years. They don't take kindly to trespassers in their space. Led by the Founders, they secretly infiltrated the Alpha Quadrant powers, sowing the seeds of distrust and open hostilities. Now, a line has been drawn in the sand. Starfleet will not go down without a fight. For should we fail, the price will be our own extinction. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play, dieses Mal mit dem Spiel Star Trek Armada 3 A Call to Arms, eine Mod für Sins of a Solar Empire Rebellion. Die Erweiterung für die Mod Star Trek Armada 3 ist jetzt vor einiger Zeit rausgekommen und hat die Cardassianer bzw. das Dominion hinzugefügt. Hier sehen wir eines der cardassianischen Schiffe. Und deshalb dachte ich mir, machst du nochmal ein Spiel? Und da ich die Romulaner nie wirklich selber gespielt habe in einem Let's Play, privat schon, dachte ich eigentlich, dass ich die als Gegner dann nehme, weil es, finde ich, auch ganz gut passt. Die Romulaner sind ja erst sehr spät im Dominion-Krieg dazugekommen und das passt dann eigentlich schon. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein separates Let's Play mit nur Cardassianern gegen die Klingonen, weil ich finde, das passt auch sehr gut. So, Cardassianer, gelb passt schon, aber mit dem... Moment, nee, passt nicht. Passt nicht, wir spielen nicht Cardassianer, wir spielen ja Dominion. Das ist ganz lustig, weil man das im Spiel noch entscheidet. Und das war noch relativ früh durch eine Forschung. Falsche Farbe. So. Und die Romulaner kriegen hier. Normal. Ich würde schon eigentlich sagen, dass die Romulaner Verteidiger sind. Alles auf schnell. Groß. Piraten sind inaktiv. Geschlossene Teams. Und wir gewinnen, indem wir das feindliche Capital zerstören, weil das uns einfach nur ewig dauern wird, alles zu töten. Übrigens kamen nicht nur die Cardassianer bzw. das Dominion hinzu, sondern auch eigentlich die ganzen anderen Fraktionen wurden auch überarbeitet. Also die Föderation, die Klingonen, haben zum Beispiel beide einen zweiten Titan bekommen, den sie wählen können. Und ich weiß nicht, was mit dem Borg ist. Die Romulaner haben keinen bekommen, weil ihr Titan eigentlich der stärkste von allen ist. Aber das finde ich schon mal ziemlich gut, weil zum Beispiel die Föderation hatte vorher einen Titan, die Excalibur-Klasse. Dieser Titan war aber mehr wirklich so ein Flottenschiff und jetzt haben die auch noch die Polaris-Klasse und die war ist dann halt so wirklich schon ein Schlachtschiff, das auch alleine ein bisschen was reißen kann. Wo ist denn, ist das Capital schon fertig? Oder noch nicht? Also das Capital-Ship hier, Großkampfschiff, wie die in der deutschen Version heißen. So, mal ein bisschen beschleunigen, das dauert jetzt ein bisschen. Wie sieht's denn hier mit dem Planeten aus? Brauche ich Forschung? Ja, ich brauche Forschung. Mal wieder ein bisschen runter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Stationen brauche ich. Oh, ich brauche sogar nur eine erstmal. Das ist ganz gut. Kann ich Handel schon freischalten damit? Ne, dafür brauche ich zwei. Okay. Stecke ich mal noch eine in Forschung.
Und das kann ich ja direkt auch mal erklären. Also man startet so als so eine halbe Fraktion. Und das ist... Wo ist denn das? Ich sehe das gerade gar nicht. Da. Sehr früh hat man dann diese Forschung und dann kann man sich entscheiden, entweder pure Cardassianer oder Cardassianer-Dominion-Allianz, wo man dann auch noch das Dominion Debrin dazu hat. Und beide unterscheiden sich halt ein bisschen durch die Schiffe und man hat ein paar andere Forschungen zur Verfügung. Finde ich ganz gut gemacht, weil... Also das Ding war, das hat man ja in... Rebellion gab es ja auch schon drei Fraktionen, die dann nochmal so in zwei Dinger gespalten waren, aber das hat man ja schon am Anfang des Spiels gewählt. Und jetzt kann man sich halt noch im Spiel noch entscheiden. Was ich eigentlich ganz gut gemacht finde. Auch relativ kreativ gelöst von den Mordern, finde ich. So, wir übernehmen mal den Planeten. Ach Gott, ich muss jetzt schon wieder... Ihr fliegt in Zukunft nur gemeinsam. Was haben wir hier? Miradorn, keine Ahnung, wer die sind. Unwichtige Nebenspezies. Ja, ich sollte vielleicht auch für die Kämpfe mal auf einfache Geschwindigkeit gehen. So, die können den Planeten mal gerade für die Gründer übernehmen. Hier mal ein bisschen davon. Ich brauche nämlich noch ein Militärding, damit ich Guldukat dazu holen kann. Und am besten auch schon hier. Ah, ich merke gerade, die haben hier auch die ganzen Militärringe von den Cardassianern übernommen. Das ist schon mal ein nettes Detail. Wie sieht das hier aus? Wir gewinnen zum Glück. Aber das war auch ehrlich gesagt nicht... Also das überrascht mich jetzt nicht, weil wir haben immerhin mit 10 Schiffen angegriffen und die lokalen Kräfte hier sind normalerweise kein Problem. So, du kannst... Wo bist du? Wo ist das? Wo ist das Großkampfschiff? Ich sehe es gerade gar nicht. Es lebt auf jeden Fall noch. Ich brauche... Hier, dich brauche ich. Du machst mal... Kolonisieren. Also ich auch, ach, das habe ich schon erforscht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Hier, damit wir gleich Dukat zurufen können. Gul Dukat, auch einer der besten Charaktere, die sie eigentlich hatten. Auch wenn sie am Ende ein bisschen mit dem Paargeist-Ding ein bisschen sehr seltsam geworden sind. Aber ich mag den Charakter. Warte, ist die Stimme? Nee, ich dachte... Das Ding ist, ich denke nicht, dass viele von euch den kennen, aber es gibt so einen, ich glaube, der kommt aus Amerika, auf jeden Fall so ein englischsprachiger YouTuber, über den ich auch, der macht auch Star Trek Armada 3 Let's Plays, halt auf Englisch, und der hat, der hat auch hier eine Sprechrolle gehabt, aber ich glaube, als mit den Klingonen war das, und den hat man auch im Intro vorhin gehört. Der ist auch ganz gut, aber kann halt nicht jeder Englisch. Wie sieht das jetzt überhaupt aus? Kann ich den jetzt, wo ist überhaupt die Station? Das ist das Ding? Ne, das ist wahrscheinlich so eine Arbeitsdrohne. Ja, das ist ungewohnt. Ich weiß nicht, wie das alles aussieht. Da, da. Ach, die Arte, hat er das jetzt... Hat er das Schiff schon geholt? Nee, ich sehe das nicht. Ich muss gleich nochmal gucken. Vielleicht hat er die Forschung gerade erst abgeschlossen. Da brauche ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles klar. Den Planeten brauche ich. Den Planeten brauche ich sowas von hart. Das geht jetzt leider nicht anders. Das ist so ein guter Planet. Ich würde sagen, da kann man schon mal eine Grenze ziehen. Wobei, hier, das ist so leicht zu verteidigen. Das ist... Also ich würde sagen, bis hier können wir gehen. Da... Erstmal hier. Und hier. Sternbasen wurden auch gebufft, das heißt, es ist jetzt wesentlich einfacher, die zu verteidigen und man hat nicht mehr so diese, ja, schon Skillbäume, sondern hat wirklich dann, man kann jedes Upgrade, das es gibt, installieren. Es gibt irgendwie so 30 Stück und so eine voll ausgebaute Sternbasis. Ich habe das Ding in Aktion gesehen. Das dezimiert ganze Flotten, man braucht schon spezielle Schiffe, um die zu erledigen.
So, mit Dukat können die mal dahin fliegen. In der Zwischenzeit erforschen wir schon mal... Nein, wir erforschen in der Zwischenzeit noch nicht, weil das Ding noch nicht gebaut ist, aber ich kann schon mal einen Auftrag geben. Damit wir das gleich auch schön kolonisieren können. Metaphasischer Nebel, tut der überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Also im originalen Armada haben metaphasische Nebel dazu geführt, dass alle Schiffe, die da drin waren, geheilt wurden. Ich weiß nicht, was sie hier tun. Leider. Das Ding ist nur, man kann sie nicht kolonisieren. Das ist okay so. Was ich vielleicht mal machen sollte, ist noch ein paar Schiffe bauen. Und da bin ich schon am Limit. Ach Gott, die Breen. Stimmt, die sind auch hier dabei. Also auch als NPCs. Man kann natürlich sagen, das sind abtrünnige Breen, die nichts mit dem Dominion zu tun haben, aber... Das Problem mit den Breen ist, sie haben die leider nie wirklich... Die waren nie wirklich drin. Die haben sie ja erst am Ende von DS9 so reingefügt und... Man hat die nie so wirklich entwickelt, finde ich. Die Cardassianer alle okay, aber... Die Breen... Fand ich absolut uninteressant, weil sie einfach nichts Interessantes hatten. Wenn das jetzt Sinn ergab. Ach, okay, das ist schon... Außenpostenkonstruktion. Wo ist denn... Bin ich jetzt doof? Nee, bin ich nicht. Da. Das Ding brauchen wir. Und dann sollten wir möglichst bald so eine bauen, weil wir auf jeden Fall Credits brauchen werden. Wie sieht das aus? Ja, sollten wir eigentlich hinkriegen. Wenn nicht, dann sind diese Schiffe echt schlecht. Aber wir haben Guldukat bei uns, also sollte das eigentlich klappen. Übrigens sind auch alle Raumschiffe generell schneller. Ich weiß nicht, wie das bei den Borg aussieht, aber die Borg waren ja im Original Armada 3 ja richtig langsam. Und das hat einfach... Also ich hatte schon Spiele mit den Borg gehabt, da hatte ich im Prinzip schon gewonnen. Und ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Borg mal irgendwo sich hinbewegt haben, damit ich mal irgendwie was übernehmen konnte. Also es war schon schrecklich. Und das haben sie jetzt, ich glaube, die haben ja einfach für alle Fraktionen jetzt die Geschwindigkeit erhöht. Weil wirklich langsam war ja eigentlich kein wirkliches Schiff aus Star Trek, zumindest kein wichtiges. Das ist... Also ich würde sagen, hier gewinnen wir gerade. In der Zwischenzeit ist das fertig? Nein, noch nicht. Ein bisschen beschleunigen. Du kannst in der Zwischenzeit hier mal eine Kommerzstation bauen. Und kriegen wir hier auch eine hin? Nee, kriegen wir nicht, weil wir nicht genug Slots haben. Was wir aber machen können... Hier ist nicht viel... Hier ist auch nicht viel. Ihr befreit mal diesen Bereich. Dass ihr es erforscht, das heißt, ihr kolonisiert mal. Oh, richtig schön viel Dilithium. Wundervoll. Was ist mit dir? Nee, du hast noch keine zusätzliche Erfahrung bekommen. I pledge to my people that all things Cardassian would once again be ours. Ich find's auch toll, wie die ganzen Sprüche aus den Seelen bekommen haben. Also die wir einfach dann auch eingebaut haben. Our troops have occupied a new world. Moving. So, hier, hier. Und das funktioniert schon mal nicht. Stimmt, was ich bei der Gelegenheit mal machen sollte, ist... Nein. Ist hier mal das Ding erforschen. Sonst kostet uns der Planet die ganze Zeit einfach nur Credits und das ist doof. Ich dachte schon, die hätten das Ding schon befreit, dann könnte ich die ja weiter bewegen. Wo fliegen die genau hin? Die fliegen dahin. Okay, damit kann ich leben. Da
das sieht ganz gut aus. Diplomatie ist sowieso sinnlos, weil die Teams gesperrt sind. Das heißt, wir können sie so mit jemandem verbünden. Kaum habt ihr mal keinen Großkampfschiff auf eurer Seite, schon verliert ihr gegen alles. Warte, hier sind auch Schiffe? Ach, das sind Piratenschiffe. Okay, das ist gut. Das ist nicht gut, aber ne. Ich dachte schon, die hätten jetzt auch in den Nebel noch irgendwas gepackt, was dann irgendwas verteidigt, was nicht... Ne, das ergibt keinen Sinn. Das hier sollten wir auf jeden Fall noch erforschen. Wir haben viel zu wenig Vorräte für die ganze Flotte. Das hier brauchen wir auch noch. Generell mal ein bisschen beschleunigen. So. All stations ready. Move us to warp. Construction work is complete. Ihr fliegt mal darüber. Ich glaube, die Musik ist hier, die gerade im Hintergrund läuft, ist Star Trek DS9 The Fallen. Ich habe das Spiel sogar, aber ich weiß gar nicht, ob das noch bei mir laufen würde, weil es einfach auch schon relativ alt ist. Ich muss sagen, es ist auch nicht unbedingt... Also es ist nicht schlecht, aber es ist nicht unter den besten von den Star Trek-Spielen, die rauskamen. Einfach weil die Level erstens richtig verwirrend waren und zweitens auch, weil die Atmosphäre war irgendwie so... Alles war gruselig, selbst wenn es irgendwie voll schön war. Einfach weil die Musik zum Teil echt unpassend gruselig war. Es ergab einfach immer nur wenig Sinn. Kann ich hier... Nee, kann ich nicht, aber ich hab... Ein Asteroid, wow. Wow. Wo wir dabei sind... Boah, ich krieg richtig viel Dilithium, seit wir diesen einen Planeten übernommen haben. Das ist schon mal gut. Ihr könnt vielleicht auch einfach mal den Planeten hier übernehmen. Wie wär's damit? Oh, haben wir. Gut, gut, gut. Ihr könnt den Planeten mal übernehmen. Move us to warp. Wir brauchen auf jeden Fall mehr... Nein. Wir brauchen mehr... mehr Militärforschung, damit wir bald auch die Sternbasen bauen können. Wobei dazu müssen wir auch uns für eine Fraktion hier schon entscheiden, weil es zwei Sternbasen gibt. Je nachdem, was man nimmt. Militär... Ihr baut hier mal schon die Kommerzstation. Dominion-Allianz. Dann haben wir auch gleich Zugriff auf die ganzen Dominion-Sachen. So, es gibt 5 Helden für die ganze Fraktion, aber man hat immer nur Zugriff auf 3. Dukat halt für alle und ich glaube noch so ein Breen und halt Vion für Dominion und ich glaube noch 2 Cardassianer. Ich glaube, das sind die beiden aus dieser einen, The Next Generation-Folge für Pure Cardassian. Ich gucke gerade, wo ist denn dieses blöde Ding? Da. Vion. Madrid ist definitiv. Ich glaube, der war auch am Anfang von DS9. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und bei dem weiß ich gerade nicht mehr, was mit dem ist. When I signed the Pact of Alliance with the Dominion, I pledged to my people that all things Cardassian would once again be ours. So, 6 soll reichen. Shipyard Construction, das brauchen wir. Dann können wir nämlich Sternbasen errichten. Können wir vielleicht schon so ein Schiff in Auftrag geben? Ach, hier sind die ganzen Schiffsklassen. Wir sind da, Miralklasse. Normalerweise sind die Konstrukteur-Dinger nicht unter den Fregatten, sondern unter den Kreuzern, aber irgendwie haben die es hier getauscht. Glaube ich zumindest. Jedenfalls bin ich so gewohnt. Oh, wie schön viel Dilithium wir haben. Ich erstmal verkaufen. Ach, die bauen das Ding noch nicht, weil das noch nicht komplett erforscht ist. So. Geht mal hier rüber. Nun Aufklärer. Alles ist gut. Alles ist gut. Cardassian vessels during this mission. Hier mal erforschen. Mal gucken. Keldon-Klasse. Oh ja, Keldon-Klasse sollten wir auf jeden Fall haben.
und noch einen zusätzlichen Capital Slot erforschen. Kommerzstation, hier brauchen wir noch ein bisschen soziale Sachen, wobei, mache ich das hier hinten? Ich glaube, ich mache das hier hinten. Hier hinten mache ich dann Kultur. Wo ist Kultur? Da ist Kultur. Massenindoktrination. Ich wette, es ist nicht so cool wie bei den Reapern. Ich weiß gar nicht, was kardassianische Kultureffekte hat. Ich glaube, die Effekte von der Kultur sind... Oh Gott. Oh Gott. Hau ab. Weg da. Ich glaube, mit der Flotte wollen wir uns noch nicht anlegen. Die haben drei Großkampfschiffe. Möchte ich mich ehrlich gesagt nicht mit anlegen. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht... Habe ich jetzt hier nur gleich den Constructor? Ja, habe ich. So, du kannst hier hinten mal bauen. Damit ist der Bereich schon mal abgesichert. Wie viele Schiffe habe ich? 17 Rosela, Kulukat und dieses Janissary-Ding. Los, geht mal hier rüber. Gefällt mir nicht, wir brauchen mehr Schiffe. Wie sieht's mit Handelsroute aus? Wir haben 5 Handelsposten, wir haben im Moment alles, was geht. Das hier baut schön, alles gut. Fliegt mal zur Heimatwelt. Von da aus können wir beide Planeten relativ gut verteidigen. Ah, ich glaube, die kommen hier hin. Move us to war. Da, das ist das Ding, das kolonisiert, ne? Die wollen den Planeten haben. Unable to build. Awaiting further orders. All stations ready. Kommt ihr hier auch mal dazu kommen? Fliegt mal hier rüber und verteidigt hier mal. Ja, nicht gut. Was ist das für ein Schiff? White Wind. Wusste gar nicht, dass die Planeten bombardieren können. Mache meistens eh meine Großkampfschiffe. Mach mal ein bisschen schneller. So, ein bisschen Glück denken die jetzt, oh shit. Ja, die denken sich, oh shit. Zumindest das Capital, der andere denkt sich so, YOLO. Ja, wir können es sogar schaffen, dieses Ding zu zerstören. Das wäre vielleicht ganz gut, um die Flotte zu schwächen. Hat schon mal die Schilde verloren. Das Schiff ist hinüber. Großkampfschiffe, Keldon. Wie sieht's hier aus? Ja, wenn das fertig ist, können wir auch mal hier Handelsdinger bauen, damit wir mal mehr Credits bekommen. 20.000 Schilde, 20.000 AP. Also es macht jetzt schon relativ viel.
All stations ready. Und dann können wir hier halt, also 21 Upgrades gibt es mit allen möglichen Sachen hier. Zwei davon waren jetzt halt die Handelsdinger. Wie heißt der? Ja, wie ihr seht schon, auf dem einen Planeten kriegen wir jetzt einfach viel mehr Credits. Was ich vielleicht mal benötigen würde, ist... Stimmt, Viyun kann ich mal dazu holen. Das ist ja eigentlich noch ein recht günstiges Großkampfschiff dann. Ist doch irgendwelche Planeten... Ja, es gibt gleich zwei Planeten noch, die sich... Ja, okay, chill. So weit müssen wir ehrlich gesagt gar nicht gehen, aber okay. Wir können auch einfach ein bisschen handeln. Ja, Latinum wird hoffentlich bald nicht mehr das Problem sein. Ah, greifen die jetzt... Jetzt greifen die mit dem... Das ist nicht mehr viel. Holy shit. Was soll das? Stimmt, und hier sollte ich auf jeden Fall auch den Planeten mal ein bisschen befestigen. Das Ding ist, wenn ich sterben war, habe ich keine Lust, hier die Dinger zu bauen. Die Verteidigungsplattform. Wobei die in der Serie schon recht stark waren. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch so stark sind, weil ich die nie wirklich in Aktionen beobachtet habe. Wie sieht das hier aus? Oh, der Warbird meint, er kann sich mit der ganzen Sternbasis anlegen. Halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Move us to war. Our reinforcements have arrived. Oh, wie viele Credits wir bekommen. Großartig, großartig. Das bleibt bitte so. Oh, ein Großkampfschiff. Ein paar Verteidigungsplattformen bauen. Und was wir machen können. Komm, Millionen. Da ist er. Millionen war auch cool. Der Schauspieler sowieso. Das hier war ganz cool gegen Gruppen. Damit haben wir unser erstes Dominion-Schiff eigentlich. Der Planet da, den will ich eigentlich schon haben, aber ich weiß nicht, ob ich den Schmier noch holen kann, weil es kann sein, dass die Romulaner da inzwischen drauf sitzen. Das Ding sollte ich mal erforschen, die sind ganz gut. Das Lustige an diesen Schiffen ist, je mehr in der Reichweite von dem Schiff sind, also je größer die Gruppe von diesen Schiffen ist, desto stärker werden die einzelnen Schiffe halt. Die kriegen dann immer so einen kleinen Buff. Da. Komm, baut davon mal ein paar. Das gefällt mir hier nicht so ganz. Hier können wir ein bisschen die Waffen upgraden. Wobei die Sternbasis schon gewinnt, aber... Das Ding haben sie zerstört. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich gehe einfach zum Metaphasennebel und baue da eine Sternbasis auf.
Und dann kommt da auch nichts mehr durch. For too long, we Cardassians have yielded to the outrageous demands of the Federation. Komm, kolonisier das Ding mal. Our death is glory to the Founders. Ja, schön. For the Founders. We are prepared. All stations ready. Our death. Wie ist das? Oh, Leute. Das Ding ist, dass ich die ganzen Fähigkeiten von den Dingern noch nicht erforscht habe. Was kann ich ja gleich mal machen? So ein Ding brauche ich noch. Our fleet has arrived. Our scientists have developed a new technology. We must not allow this to transpire. Und die können euch auch mal. Changing heading. Die fliegen mal hierhin, können sich später mit dem Rest der Flotte beim Nebel treffen. Adjusting course. So, jetzt sehen wir gleich auch einen schönen Sprung zu 30.000 und das nächste Upgrade wäre dann bis 50.000. Machen wir direkt mal. So, was machen wir noch? Lass uns vielleicht mal überlegen sollten, aber ich glaube, es ist noch zu früh, dass wir uns den Titan holen von den Cardassianern. Wir brauchen auf jeden Fall mehr zivile Forschung. Davon mindestens zwei davon. All stations ready. Ihr fliegt mal dahin, ihr fliegt dahin und du fliegst auch dahin. The line must be drawn here. Und was mich langsam echt stört, ist mein Metallmangel, das heißt erstmal hier ein bisschen upgraden. Our scientists have developed a new technology. Construction work is complete. Our scientists have developed a new technology. Was? Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Construction work is complete. Wir fliegen mal hier rüber, während hier die Sternenbasis gebaut wird. Ah, noch hält die Sternenbasis ganz gut durch, aber man sieht, inzwischen hat sie auch mehr Waffen. Also hier steht zwar nur was von hier, Moment, hier, dass sie nur unten mehr Schaden kriegt, aber ich vermute auch, dass sie einfach dann zusätzliche Waffen noch bekommt, dass es denen auch Torpedos hat. Zumindest habe ich das soweit beobachten können. Ich habe dann nie genau darauf geachtet. Die macht schon recht viel Schaden. Guckt euch die Schilde an. 27.000 und nur noch 50.000 HP. Das ist nicht wenig. Ich glaube, so viel hatten früher die Borg-Sternbasen. Ich hätte die Borg leider nicht mehr gespielt seit der Erweiterung. Ich bin mal gespannt, wie stark deren Sternbasen jetzt sind. Ich frage mich, ob man die überhaupt noch mit irgendwas tot kriegt. Die waren ja vorher schon echt stark. Nee, daran investiere ich jetzt mal erstmal keine Rohstoffe. Was hält immer noch? Guckt euch das an, das ist heftig. Wir sollten vielleicht hier mal ein bisschen übernehmen, weil es gibt hier